Krieg in Vorderasien, die Zerstörung einer Kultur, Flucht über das Mittelmeer und die Sehnsucht nach einer neuen Heimat in Europa, sowie Fremdheit, Liebe, Enttäuschung und ewiger Hass. Diese Zutaten nähren nicht nur die Krisen unserer Zeit, sie grundieren auch die Handlung von Hector Berlioz' großartiger Oper »Die Trojaner«. Und so erleben wir den Untergang Trojas, die Flucht des Helden Aeneas über das Mittelmeer und seine Ankunft in Karthago. Dort regiert die sagenhafte Königin Dido. Beide verfallen in Liebe zueinander, die aber keinen Bestand hat vor einem Schicksal, das Aeneas dazu zwingt, weiter nach Italien zu reisen, um dort ein neues Troja zu errichten. Der katalanische Regisseur Calixto Bieto inszeniert das selten gespielte Meisterwerk in packenden Bildern. Roswitha Christina Müller singt die Cassandre, Katrin Adel die Didon und Mirko Roszkowski den Aeneas in dieser vielfarbig aufblühenden Komposition des französischen Klangmagiers Hector Berlioz. Generalmusikdirektor Markus Bosch leitet das Sängerensemble und die Staatsphilharmonie Nürnberg.